Ja, liebe Freundinnen und Freunde, reden wir über Ernährung. Wir alle wissen, eine gute Ernährung ist die Basis von vielen. Sie entscheidet darüber, ob wir uns wohlfühlen, ob wir fit sind. Sie entscheidet auch zu einem guten Teil darüber, ob wir gesund sind. Und wenn ein Drittel der Schulkinder in Nordrhein-Westfalen morgens ohne Frühstück aus dem Haus gehen und den Vormittag über erstmal gar nichts gegessen haben, dann ist Ernährung auch eine zutiefst sozialpolitische, ja auch eine bildungspolitische Frage, denn mit leerem Magen lernt es sich mit Sicherheit nicht so gut. Und wir alle wissen, unsere Gesundheit wird im hohen Maße von der Ernährung beeinflusst, aber wir wissen auch, nichts beeinflusst die Gesundheit unseres Planeten so sehr wie die Art und Weise, wie wir uns ernähren. Denn das, was wir jeden Tag kaufen, das entscheidet auch, wie Landwirtschaft arbeitet, wie Landwirtschaft mit Tieren umgeht, wie Landwirtschaft mit dem Boden umgeht. All das entscheidet sich in dem Moment, wenn wir im Einkaufsregal zugreifen und Lebensmittel wählen. Und liebe Freundinnen und Freunde, ich habe in den letzten 4 Jahren sehr genau verfolgt, wie die CDU das Umweltministerium hier in Nordrhein-Westfalen geführt hat. Und es war insgesamt ein Desaster. Umweltstandards wurden eiskalt runtergeschraubt. Der Tierschutz, da gab es ein paar schöne Worte. Im Naturschutz genau das Gleiche. Schöne Veranstaltung, aber es ist nichts passiert. Und wenn wir dann noch mal zu den Kiesabgrabungen am Niederrhein gehen, was ist da passiert? Selbst da scheut man sich nicht, noch die Wasserschutzgebiete anzugraben, im wahrsten Sinne des Wortes. Selbst das wird möglich gemacht. Da, wo unser wichtigstes Lebensmittel geschützt werden soll, selbst da geht man hinein, nur um Rohstoffe zu gewinnen. Umweltkriminalität, auch ein super wichtiges Thema. Da wird so viel Geld verdient mit der Verklappung von Abfall auf Deponien, Sondermüll, der dort nicht hingehört, der einfach dann in einer Tongrube in Hünxe zum Beispiel landet. Und wir hatten in Nordrhein-Westfalen eine Stabsstelle Umweltkriminalität. Da ist engagierte Arbeit geleistet worden. Das Erste, was passiert ist 2017, diese Stabsstelle Umweltkriminalität musste weg. Sie wurde einfach ersatzlos gestrichen. Und wer so vorgeht, wer so eine Stabsstelle einfach abschafft, der will Umweltkriminalität nicht wirklich bekämpfen. Dem ist es anscheinend völlig egal. Liebe Freundinnen und Freunde, wer so die Umweltpolitik betreibt, wie Schwarz-Gelb es getan hat in den letzten 4,5 Jahren, der darf nicht weiter in diesem Land Umweltpolitik führend bearbeiten. Umweltpolitik gehört in Hände, die die Verantwortung wirklich wahrnehmen wollen für Menschen, für Tiere, für die Natur. Und deshalb gehört sie in grüne Hände. Liebe Freundinnen und Freunde, ich bin Biobauer. Ich habe in den letzten Jahren viele Gespräche geführt mit Bäuerinnen und Bauern. Und ich weiß, dass die Landwirtschaft in einer tiefen Krise steckt, dass auf den Höfen, die überhaupt noch da sind, Verzweiflung herrscht, weil sie einfach nicht wissen, wie es weitergehen soll. Die Preise, die sie erlösen, sind viel zu niedrig. Und auf der anderen Seite produzieren sie große Umweltschäden. Das ist so. Und wenn man beides zusammennimmt, dann haben wir eine Lose-Lose-Situation für Bäuerinnen, für die Tiere, die auf den Höfen gehalten werden, für unsere Umwelt und auch für unsere Gesellschaft. Und ich glaube, es ist unsere Aufgabe als Grüne, das endlich aufzulösen und neue Wege zu beschreiten. Und da sage ich an der Stelle auch ganz klar, wann, wenn nicht jetzt. Wir haben mit Cem Özdemir jetzt einen Bundeslandwirtschaftsminister. Wir haben mit Steffi Lemke die Bundesumweltministerin. Ich glaube, dass wir dann zusammen auf Bundes- und auf Landesebene dieses Thema Ernährung, gute Landwirtschaft vorantreiben können, gemeinsam vorantreiben können, um endlich aus dieser Sackgasse der intensiven Landwirtschaft ein Stück weit herauszukommen. Wir wollen gemeinsam eine Zukunft für die Landwirtschaft, die die Umwelt endlich schont, und aber auch eine Landwirtschaft, von der die Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten, auch gut leben können. Und wie können wir das schaffen? Ein Schlüssel aus meiner Sicht sind die öffentlichen Einrichtungen. Der klassische Mittagstisch, den wir vielleicht noch am Samstag, am Sonntag erleben, aber das ist dann auch alles. An 5 von 7 Tagen in der Woche essen wir nicht mehr zu Hause. An 5 von 7 Tagen essen wir in der Kita, wenn wir ganz klein sind. Wir essen in der Schulmensa, wir essen in der Unimensa, wir essen im Betrieb, in der Betriebskantine, wir essen
immer mehr außer Haus. Und deshalb ist diese Außerhausverpflegung auch entscheidend dafür, dass wir da einen Fuß reinkriegen, dass wir dort definieren können, welche Produkte kommen da rein, wie kriegen wir das hin, möglichst viel regionale Lebensmittel dort hineinzubekommen, möglichst ökologisch produziert. Das muss unser Ziel sein. Und ich möchte an der Stelle, das ist mir besonders wichtig, ich habe das am Anfang gesagt, ein Drittel der Kinder ohne Frühstück. Ich möchte, dass die Kinder in den Schulen, in den Kitas mitentscheiden können, was auf den Teller kommt, dass sie mitdenken können, dass sie mitmachen können, dass sie lernen, während das Essen zubereitet wird, was denn da überhaupt passiert. Denn nur wer weiß, was mit Ernährung passiert, was Lebensmittel sind, nur der kann sich auch später als erwachsener Mensch gesund und gut ernähren. Und ich möchte auch, dass wir daraus eine Win-Win-Situation schaffen, dass wir den Bäuerinnen und Bauern einen Pakt anbieten, dass wir sagen, ihr produziert gute Lebensmittel, die Umwelt schonen, und wir bezahlen euch mit fairen Preisen dafür. Liebe Freundinnen und Freunde, ich habe jetzt 4,5 Jahre lang mit angesehen, was diese Landesregierung im Umweltbereich angerichtet hat. Sie hat alles komplett verbockt. Ich möchte das ändern. Ich möchte in der nächsten Periode gerne Verantwortung übernehmen in diesem Bereich und dafür sorgen, dass wir mit einer guten grünen Politik, Politik für Umwelt, Mensch und Tier machen. Dafür will ich mich einbringen. Bitte um euer Vertrauen und um eure Stimme. Vielen Dank.